Corona-Krise, bekomme ich bald keine Rente mehr? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Corona-Krise hat uns mit voller Wucht erfasst. Ganz Deutschland ist sozusagen lahmgelegt. Wir nähern uns ganz langsam den sogenannten Shutdown. Die Anfragen wegen Corona und vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Rente häufen sich bei uns. Und wir hatten vor kurzem eine Anfrage, da ging es um das Thema, bekomme ich wegen Corona keine Rente mehr? Und zwar im Detail, ich bin Altersrentner und habe nur dieses Einkommen. Kann es sein, dass die deutsche Rentenversicherung wegen der Corona-Krise meine Rente bald nicht mehr zahlt? So ähnlich diese Anfrage auf rentenbescheid24.de. Nein, ganz klar, Sie müssen sich überhaupt gar keine Sorgen machen um Ihre Rente. Die Zahlung der Rente läuft auch in der Corona-Krise weiter. Alles, was dort zu hören und zu lesen ist, wer dort irgendwelche anderen Behauptungen aufstellt im Internet oder sonst wo oder in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, alles Falschmeldungen. Die deutsche Rentenversicherung wird ihre gesetzlichen Aufgaben, davon bin ich hundertprozentig überzeugt als Rentenberater, erfüllen. Unter anderem auch die Rentenzahlung an die über 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Wir wissen doch alle, dass die Rentenleistungen der deutschen Rentenversicherung für die meisten Rentnerinnen und Rentner den Hauptteil der finanziellen Einnahmen jeden Monat ausmachen. Die Menschen müssen doch von irgendetwas leben. Sie müssen Miete bezahlen, sie haben Kosten und wollen vielleicht auch, wollen einfach nur auch überleben. Ja? Und in den letzten 50 Jahren, das habe ich recherchiert, gab es keinen Zeitpunkt, wo eine Situation eingetreten ist, dass die deutsche Rentenversicherung eine Rentenzahlung wegen der Krise, wegen einer eingetretenen Krise nicht mehr leisten konnte. Denken Sie bitte an die Ölkrise in den 70er Jahren oder die Finanzkrise 2008 oder aber auch SARS, Schweinepest und so weiter. Zu keinem Zeitpunkt hat die DAV irgendwelche Rentenzahlungen einstellen müssen. Die deutsche Rentenversicherung hat milliardenschwere Rücklagen. Wenn die aufgebraucht sind, muss der Staat einspringen. Das heißt also, der Steuerzahler wird weiterhin leisten. Deshalb müssen Sie sich bitte keine Sorgen machen, dass Sie Ihre Rente nur deshalb nicht bekommen, weil wir jetzt gerade eine schwere Krisenzeit haben. Was aber nicht auszuschließen ist, dass die Folge der Corona-Krise sein kann, dass wir in ein oder zwei Jahren möglicherweise keine Rentenanpassung bekommen. Solche Szenarien hatten wir in der Vergangenheit auch schon, die sozusagen nicht unmittelbar, aber mittelbare Folge von solchen Krisen waren. Das kann gut sein, dass es Rentenanpassungen in der Zukunft, nicht dieses Jahr, aber dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr, nicht oder nur in verkürzter Form geben kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und bitte bleiben Sie gesund. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.